Heute Morgen feiern wir Ostern und wir freuen uns wieder, dass wir zu euch kommen dürfen mit einer Botschaft und auch mit etlichen wunderbaren Liedern. Wir danken Melanie und das Team, das dieses zusammengestellt haben. Und wir möchten mit euch eine frohe Ostern feiern. Gott segne euch. Und es ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, euch zu sagen, dass wir als Gemeinde Jesus Christus heute Morgen ehren wollen. Gott segne euch. Halleluja, auferstanden ist der Herr, der starke Held. Er entstieg des Grabes Banden, hat des Feindes Macht gefällt. Auferstanden ist mein Jesus, preiset ihn in aller Welt. Auferstanden ist mein Jesus, preiset ihn in aller Welt. Halleluja, auferstanden ist der Herr, der unser Haupt, und uns sendet er den Tröster, jedes Hemd, der an ihn glaubt. Auferstanden ist mein Jesus, niemand ist, der ihm mir glaubt. Auferstanden ist mein Jesus, niemand ist, der ihn mir raubt. Halleluja, auferstanden ist der Herr bei seiner Macht. Mit sich führt er nun die Seinen auf des Tod und Grabes Nacht. Auferstanden, Herr und König, dir sei ewig Lob gebracht. Auferstanden, Herr und König, dir sei ewig Lob gebracht. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt. Jesus lebt, es hielt ihn nicht des Grabes nach, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt. Jesus lebt, es hielt ihn nicht des Grabes Nacht, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja. Tod gibt ein
den Stein, Jesus lebt, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt, Jesus lebt, Jesus lebt, es sieht nicht des Grabes Nacht, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Gott getan. Er lebt, er lebt, er lebt. Er lebt.
Der Herr ist auferstanden. Kann ich euch hören? Habt ihr gesagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden? Ist das nicht die frohe Botschaft, die wir immer wieder, wenn wir Osterfeiern, hören wollen? Ist es nicht? Liebe Geschwister, Ostern hat sich geändert. Ja, Ostern hat sich geändert, oder? No, ich denke nicht, das ist eine falsche Behauptung. Ostern hat sich nicht geändert. Und ich hoffe, dass wir aber zu derselben Zeit, in diesem Zusammenhang, in dem wir heute leben, ganz klar werden, dass es neu und frisch für uns sein soll. So, Ostern soll neu und frisch für uns sein. Wer hatte gedacht, dass wir in diesem Jahr Ostern in Isolierung feiern würden? Wer hatte gedacht, dass wir Ostern feiern würden mit vielen Fragen, die noch offen stehen? Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringen wird. Haben wir die Antworten dafür? Sicherlich nicht. Wenn alles so unsicher ist, wie können wir dann Ostern neu und frisch feiern? Das ist die Frage, die ich mich gestellt habe. Und als ich in die Osterbotschaft hineinschaute, dann kamen mir viele Antworten und ich möchte einige von diesen Antworten heute mit euch teilen. Und das ganz Erste, was ich betonen möchte, und ich hoffe, es geht euch zu Herzen, ist, dass Ostern ist der Triumph über den Tod. Wir haben an Karfreitag die Botschaft gehört über Jesu Tod. Aber Ostern, die Auferweckung Jesu Christi, ist der Triumph über den Tod. Und wir haben die Beschreibung von der Auferstehung Jesu Christi in Matthäus Kapitel 26, Verse 2 bis 4. Und ich lese sie einmal. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Und die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Merkt ihr den Kontrast zwischen Karfreitag? Sie waren als tot. Und die Auferstehung Jesu Christi, wo diese wunderbare Art und Kraft Gottes durchbrach und einfach den Tod besiegte. Zu Ostern ist der Triumph über den Tod. Und wir haben eben die Beschreibung der Auferstehung Jesu gehört. Und ich denke, dass wir Ostern aufs Neue erfahren und beschauen sollten in dieser Zeit. Ich denke, dass die Erfahrung vom Coronavirus uns verändert.
verändert hat in gewissem Sinne. Und ich werde vielleicht behaupten können sogar, dass wir vielleicht nie mehr genauso leben oder sein werden wie vor dieser Erfahrung, die wir haben. Genauso hat sich das Leben der Bevölkerung, der Menschen in Jerusalem damals verändert mit der Auferstehung Jesu Christi. Und vielleicht hilft es uns ein klein wenig, diese Erfahrung, die wir haben, was uns verändert, zu verstehen, wie die Erfahrung der Auferstehung Jesu Christi und Ostern tatsächlich Jerusalem verändert hatte für immer. Nicht nur Jerusalem, aber die ganze Welt ist verändert worden. So das Leben in Jerusalem ist nie mehr dasselbe gewesen seit der Auferstehung Jesu Christi. Und sogar heutzutage fahren viele Touristen noch dahin, um die Stätten zu beschauen, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo Jesus zum Grab gelegt wurde und wo Jesus dann auch auferstanden ist. Damals erlebten sie die Macht Gottes in einer Form wie noch nie zuvor. Nie in der ganzen Geschichte der Menschheit haben sie so etwas gesehen, dass der Gekreuzigte, der begraben wurde, nach 3 Tagen aufstehen würde. Und wir wissen es ja, dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten durch seine Herrlichkeit. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Die Herrlichkeit Gottes ist so machtvoll und kraftvoll, dass sie die Macht hat, Jesus Christus von den Toten aufzuerwecken. Und wir haben das etliche Woche zurückgehört, als wir die Predigt über den Römerbrief hatten, in Römer Kapitel 6, Vers 4. Da sagt es, so sind wir ja nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, sagt es, auch wir in einem neuen Leben verwandelt werden können. Ich hoffe, dass wir Ostern neu und frisch verstehen und dass es neu und frisch zu uns wird, dass wir einfach es verstehen und aufs Neue erleben, innerlich in unserem Herzen, dass auch wir auferweckt worden sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, durch die Herrlichkeit des Vaters in einem neuen Menschen verwandelt worden. Jemand, der tot war, der hat jetzt Leben. Jemand, der begraben war, der ist auferstanden. Das ist, was die Herrlichkeit Gottes im Leben des Christen macht. Aber leider hat sich die Menschheit im Großen und Ganzen sich nicht vor Gott gebeugt. Auch wenn die Kraft Gottes so offenbar geworden ist, meint es nicht, dass die Menschen es gleich akzeptieren und sich verändern lassen. Ob zwar der Ostertag oder Ostern Sieg über den Tod ist, meint es noch nicht, dass Menschen es einfach annehmen oder es wählen, mit Jesus Christus zu leben. Menschen wie damals lassen sich immer noch verführen und sogar bekaufen und sogar selbst hinters Licht zu führen, wie wir es in Matthäus beschrieben haben in der Zeit Jesu, gleich nach dem, was geschah nach der Auferstehung. Ich möchte, dass ihr einmal ein bisschen hinzuhört, was Matthäus 28 sagt. Er spricht hier von die Soldaten und das wird gesagt, als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt seine Jünger, sie sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es den Statthaltern zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. So diese wunderbare Botschaft Jesu Christi der Auferstehung,
Diese wunderbare Kraft Gottes, dieser Beweis der Herrlichkeit Gottes, wurde einfach bekauft, um dass die Wahrheit nicht rauskommen sollte. Ich aber hoffe, dass du und ich, dass wir klar in unserem Herzen sind und erneuert und erfrischt es für uns als Wahrheit haben, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten durch die Kraft der Herrlichkeit Gottes. Und dass wir dadurch, wie wir eben gehört haben, auch in uns selbst es bestätigen, dass die Auferstehung Jesu Christi, Ostern, der Sieg über den Tod ist. In 1. Korinther 15, Vers 55 und weiter sagt es, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine liebe Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich denke, diese Ermunterung, die ist so wunderbar und die beschreibt und fasst es zusammen, was eigentlich Ostern bedeutet. Es ist der Sieg über den Tod, aber es ist auch das Anspornen, dass wir am Werk teilhaben und weiter wirken sollen und müssen. Aber ich möchte noch ein zweites hinzufügen, was uns erfrischen soll und was uns darauf hinbringen soll, Ostern aufs Neue zu verstehen und frisch in unser Leben zu wirken. Und das ist, dass Ostern die Erfüllung der Schrift ist. Ostern ist die Erfüllung der Schrift. Und wir haben eine wunderbare Beschreibung in Lukas Kapitel 24, Verse 25 und 27, wo Jesus die Emmaus-Jünger es so klar auslegt und indem er Folgendes sagt. Hört zu. Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Jesus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Merkt ihr? Jesus, als er auferstanden war und zusammen mit den Emmaus-Jüngern war, da war es ihnen noch nicht klar, was geschehen war. Sie hatten schon irgendetwas gehört, dass Jesus auferstanden sein sollte, denn sie sagen, die Frauen hatten es gesagt. Sie haben es aber selber noch nicht erfahren. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus zu ihnen und sagt, schaut einmal die Schrift an. Denn die Schrift bezeugt, und hat eine Prophetie gerade auf dieser Hinsicht auf Ostern über mich gesagt. Und so geht er ins Alte Testament, in der Schrift, die sie damals hatten, und erklärte ihnen von Mose an bis zu den Propheten. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass diese Zeit, in der wir leben, uns dahin geführt hat, dass wir aufs Frische und aufs Neue in die Schrift hineingehen. Denn die Schrift bezeugt über Jesus Christus. Das Wort Gottes bezeugt von dem Sieg Jesu Christi über den Tod. Und dass die Schrift neu für uns wird. Ja, so wie damals auch vor Jesus es alles beschrieben wurde und die Prophezeiung da war und die Schrift es bezeugte, genau so, liebe Geschwister, bezeugt die Schrift über die heutigen Situationen, in der wir leben. Es ist alles im Worte Gottes beschrieben. So, ich hoffe, dass Ostern für dich und für mich neu geworden ist, indem die Schrift neu für uns wird. Ich hoffe auch, dass Ostern uns lehrt, dass wir nicht uns schrecken sollen, sondern dass wir durch das Wort Gottes
einfach befestigt und bestätigt werden, was wir haben und was wir glauben und auch all das, was geschehen ist und geschieht. Jesus, der spricht weiter zu ihnen, der sagt, er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und das ist jetzt später, als er schon mit den Jüngern zusammen war und er ihnen erschien und sie erschraken sich, so sagt er zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz, sagt er. Jesus hatte es ihnen alles im Voraus gesagt. Und wenn wir die Evangelium reden, dann werden wir merken, wie Jesus ihnen vorbereitet hatte für diese Zeit. Lange zurück schon. So gilt dieser Text genauso uns wie damals für die Jünger. Wer sagt, was seid ihr so erschrocken über diese ganzen Situation? Und warum kommen diese Herzen, diese Gedanken in eurem Herzen, meine ich? Und dann sagt er Folgendes zu ihnen in Lukas 24. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auch verstehen wird von dem Toten am dritten Tag. Dies spricht er zu den Jüngern, die mit ihm zusammen waren. Dies spricht er zu denjenigen, die ihm gefolgt waren, die Jünger, die er hatte. Und er sagt ihm, warum erschreckt ihr euch? Da ist kein Grund dazu. Zum Gegenteil, das ist die Bestätigung von dem, was ihr erlebt. Und genauso, liebe Geschwister, die Zeit, in der wir heute leben, die ist vorgesagt in der Schrift. Und es soll die Bestätigung sein von der Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Und wenn wir Ostern feiern, dann soll es die Bestätigung sein von dem Sieg über den Tod. Und von der Ankunft des neuen Lebens, das wir durch Jesus Christus haben. So, kann es sein, dass Ostern langsam frisch für dich wird, indem du erkennst, dass Ostern einfach der Sieg über den Tod ist und dass du auch verstehst, dass Ostern bezeugt wird in der Schrift und dass es die Erfüllung ist? Ich hoffe, dass Ostern uns neu und frisch daran überzeugt und gerade durch diesem dann uns tröstet, dass alles erfüllt werden muss, was in der Schrift sagt, auch bevor Jesus wiederkommt in seinem zweiten Kommen. Aber da ist noch eins, was Jesus sagt. Er sagt ihnen in Lukas 24, Vers 47 Folgendes, und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter alle Völkern. Und er sagt, fängt an in Jerusalem und so weiter. So, das ist das Dritte, was ich euch ans Herz legen möchte, woran Ostern euch erfrischen kann und frisch und neu eine Bedeutung haben kann für euch. Und das ist, dass Ostern die Hoffnung der Welt ist. Die Hoffnung der Welt sind nicht unsere Gesundheitsarbeiter, obzwar sie sehr wichtig sind für uns in dieser Zeit. Die Hoffnung ist nicht unsere Regierung, obzwar sie wichtig ist in dieser Zeit. Und all die Regelungen und alles, was wir folgen, das ist schon an Platz. Aber die Erlösung, liebe Geschwister, die letztendliche Antwort und die Hoffnung der Welt ist nur eine Person. Und das ist Jesus Christus. Dies ist das Zweck und das Ziel, warum wir Ostern feiern. Dass im Namen Jesu Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern gepredigt wird. Vielleicht sind wir so eingenommen mit all diesem jetzt, dass wir das Wichtigste von Ostern vergessen. Und ich hoffe, dass es neu und frisch wird, dass wir diese Aufgabe auch jetzt in dieser Zeit haben, wo es sagt, dass im Namen Jesu Christi Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt wird. Liebe Geschwister,
Ostern hat sich nicht geändert. Die Botschaft von Ostern hat sich nicht verändert. Die einzige Person, die Hoffnung gibt, hat sich nicht verändert, welches Jesus Christus. Wenn wir dieses nicht verstehen, dass Zweck und Ziel von Ostern, dieses ist den Namen Jesu als Verkündigung der Buße darzugeben für andere Völker, dann haben wir Ostern verpasst. Dann sind wir selbstsüchtig in uns. Die Botschaft von Ostern ist ja, dass Jesus Christus die Hoffnung der Welt ist. Etliche Anwendung von diesem her, was wir eben von der Schrift gelernt haben. Ich denke, dass die große Frage, die wir uns in dieser Zeit stellen, in der wir in dieser Epidemie leben, ist die folgende. Hat der Coronavirus uns verändert oder hat Ostern uns verändert? Haben wir es klar verstanden, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist? Bleibt das Zentrum unseres Seins, unseres Willens, wo wir unsere Energie reinsetzen? Oder leben wir als Ostern, die vielleicht für uns ein gutes Geschenk ist, dass, so wie wir es gewöhnt sind in unserer Tradition, vielleicht für die Kinder die Schokolade verstecken und wir entdecken sie und wir freuen uns und wir gehen mit unserem Leben weiter, anstatt wirklich tatsächlich daran glauben und es auszuleben, dass Jesus unser Leben verändert hat. Nicht die Äußerlichkeiten, aber unser Herz, unser Leben verändert hat. Und haben wir es auch verstanden, dass die Situation, in der wir heute leben, die Erfüllung der Schrift ist? Und haben wir auch es verstanden, dass in diesem Zusammenhang Jesu Tod und Auferstehung die Erfüllung der Schrift ist? Und dass auch unsere Zukunft so verstanden und gelesen werden soll, dass es die Erfüllung der Schrift ist. Und haben wir es verstanden, dass Ostern nur Sinn macht, dass eins getan wird, und das ist, dass Buße verkündigt wird im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge die Osterbotschaft frisch und neu in uns werden. Möchten wir erfüllt werden mit der Freude Jesu Christi und mit der Gelegenheit, diese wunderbare Botschaft zu verkündigen, anderen zu sagen, weiterzugeben, dass Vergebung im Namen Jesu Christi gepredigt werden kann, weil Ostern geschah und weil Ostern Jerusalem verändert hat und Judäa und das Ende der Welt und uns verändert hat, weil heute noch Gnadenzeit ist. Ich hoffe, dass wir erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes, die Macht hatte, Jesus Christus aufzuerwecken. Ich hoffe, dass wir erfüllt werden jetzt mit der Gnadenbotschaft von Ostern. Einmal, dass wir selber errettet worden sind und dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind durch die Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft, aber dann auch durch diese Freude, dass diese Botschaft zur Verfügung steht für die ganze Menschheit. Und die Bibel sagt, dass Gott hat seine Auserwählte und dass wir Teil daran sein können, diese Botschaft zu ihnen zu bringen. So möge die Osterbotschaft, die Auferstehung Jesu Christi und die Botschaft der Versöhnung mit Gott neu und frisch in unseren Herzen ganz fest gewurzelt sein, sodass wir es ausleben mit Freude und vollem Vertrauen auf Gott selbst. Amen. Wir beten noch. Vater, wir kommen zu dir heute Morgen und wir danken dir von ganzem Herzen für Jesus Christus, dass er sich entschieden hat, zu uns zu kommen, dass er sich entschieden hat, einfach sein Leben uns zu geben, aus Liebe zu uns, Vater. Wir können es nicht voll verstehen, wir wissen nicht, was es alles bedeutet und was es alles in sich hatte,
Aber wir wissen, Vater, dass wir begnadet sind und dass wir es erfahren haben, dass deine Schrift wahr ist, dass wir es erfahren haben, dass Ostern uns verändert und dass wir erfahren haben, dass wir in Jesus Christus eine Hoffnung haben, die nur er uns geben kann. Vater, wir sehnen uns danach, wenn Jesus Christus noch einmal wiederkommen wird und uns abholen wird, mit ihm zu leben in Ewigkeit. Und wir danken dir schon jetzt im Voraus. Und möge, Vater, diese Osterbotschaft uns allen wirklich verändern und frisch und neu sein. Das ist unser Gebet, Herr. Möchtest du das Zentrum werden, aufs Neue, wenn es notwendig ist? Und möchtest du das Zentrum dieser Welt sein? Danke, lieber Vater, für die Gnade, die du uns bewiesen hast durch die Osterzeit. Amen. Es geht nicht um die Krippe, in der Jesus lag. Es geht nicht um die Engel, die sangen in der Nacht. Es geht nicht um die Hirten und den hell leuchtenden Stern. Es geht nicht um die Weisen, die kamen aus der Ferne. Es geht um das Kreuz. Das Kreuz. Es geht nicht um das Gute, das ich je getan. Es geht nicht um die Schätze und Trophäen, die ich gewann. Es geht nicht um Gerechtigkeit, die ich darin fand. Es geht um das vergossene Blut, Befreiung meiner Schuld. Es geht um das Kreuz, meine Schuld. Ja, es geht um Jesus, der vom Himmel kam und uns neues Leben gab. Es geht um den Tag, als er auferstand. Es geht um das Kreuz. Der Beginn dieser Geschichte ist Bedeutung für die Welt. Doch das Ende rettet dich und mich, bald werden wir ihn sehen. Es geht um das Kreuz und um meine Schuld. Ja, es geht um Jesus, der vom Himmel kam und uns neues Leben. Es ist Gottes Sohn auf Golgatha. Jeder Tropfen Blut, der von ihm floss, der floss für dich und mich. Es geht um den Tag, als er auferstand, damit du und ich das ewige Leben sehen. Damit du und ich das ewige Leben sehen. Es geht um das Kreuz. Es geht um das Kreuz. Es geht um